Diese Veranstaltung, der ist digital, zum Zentrum für digitale Editionen. Das wird heute vorgestellt, digitale Editionen. Aber wie? Der Dozent ist Jan Strickler, Leiter vom Zentrum für digitale Editionen. Wir freuen uns sehr, deine Ausführungen. Danke vielmals, Ursula. Danke vielmals für euer Erscheinen. Ich freue mich sehr, heute in diesem Rahmen mit euch über digitale Editionen zu sprechen und auch das Zentrum etwas vorzustellen dabei. Ich möchte direkt einsteigen mit ins Thema mit einem Zitat aus dem Manifest für digitale Editionen, das an der Digital Humanities Konferenz letztes Jahr in Deutschland verabschiedet worden ist. Im ersten Artikel heißt es hier, Zitat, digitale Editionen machen durch Erschließung und Wiedergabe unser kulturelles und geistiges Erbe sichtbar, zugänglich und nutzbar. Editionen sind eine Kernaufgabe der Wissenschaften und bilden die Grundlage für weitere Forschung. Zitat Ende. Was mir hier besonders interessant und wichtig erscheint, ist eben diese Betonung, dass es sich um Grundlagenforschung handelt und dass hier auch sehr stark diese Perspektive der Nutzung und Nachnutzung von Editionen ins Zentrum gerückt wird. Diese Perspektive ist auch für uns im Zentrum absolut zentral und ich möchte jetzt am Anfang von meinem Referat deshalb eben auf diese Perspektive der NutzerInnen von digitalen Editionen eingehen. Oft habe ich es in meiner Arbeit mit der anderen Perspektive zu tun, also mit ProduzentInnen von digitalen Editionen. Und diese Perspektive auf die Nutzung ist oft ein bisschen eine Blackbox und vielleicht ist das heute eine Möglichkeit, hier das auch ein bisschen zu erhellen, wobei ich sehe, dass auch einige natürlich aus den digitalen Editionen natürlich hier dabei sind. Aber genau, was bringen jetzt digitale Editionen Neues aus NutzerInnen-Sicht unter anderem? Sie bringen neue Zugänge zu historischen Quellen. Sie stellen Wissensnetzwerke bereit, in denen wir uns bewegen können als NutzerInnen. Und sie vor allem schaffen sie eben neue Möglichkeiten für die Wiederverwendung, Weiterverarbeitung, Analyse von Editionsdaten. Und um das jetzt ein bisschen konkreter noch zu machen, habe ich einigermaßen zufällig ein paar Beispiele aus Zürcher Editionen herausgesucht, wo man eben sieht, was für neue interessante Möglichkeiten hier entstehen aus Nutzersicht. Hier eine Edition, die einigen von euch vertraut sein dürfte, am Beispiel der Lavater-Edition eben, wie Quellen neu präsentiert werden können. Hier zum Beispiel eben in einer neuen Art Korrespondenzen zu zeigen, die sich anlehnt an andere digitale Medien und eben einen schnellen Überblick über so eine Korrespondenz ermöglicht, beispielsweise. Oder ganz zentral natürlich neue Suchmöglichkeiten. Hier ein Beispiel von Bullinger Digital, wo hier beispielsweise ein Begriff eingegeben werden kann, wie Pferd, und es dann in Bruchteilen von Sekunden alle 1000, etwa, ich glaube, 10.000 Briefe durchsucht und hier eben all die Briefe raussucht, wo dieser Begriff Pferd vorkommt. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese Suche dann noch beliebig weiter einzuschränken, etwa nach verwendeten Sprachen zu filtern und so weiter. Also das ganz wichtig natürlich. Und dann die neuen Wissensnetzwerke, also zu einem Standard bei vielen digitalen Editionen ist geworden. Das hier zeige ich hier ein Beispiel von Königsfelden Online, dass man Entitäten, also Orte, Personen, Organisationen verlinkt mit Normdatenbanken, wo man dann eben mehr Wissen auch zu diesen Personen erhält. Also wo eben diese Quellen eingebunden werden in ein regelrechtes Wissensnetzwerk, das auch scheinbar unendlich ist. Also hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und hier auch wieder am Beispiel der Königsfelden Online-Edition, die am historischen Seminar entstanden ist.
ein Beispiel von unzähligen, die möglich sind, eben wie Daten, Editionsdaten weiterverwendet werden können, um eben weiterführende Analysen anzustellen. Hier in einer Visualisierung von Archivordnung, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, wo man nachvollziehbar machen möchte, eben wie sich Archivordnungen über Zeit verändern, und wie auch Dokumente durch diese Archivordnung gewandert sind. Also spannende Fragen aus geschichtswissenschaftlicher, aber auch kulturwissenschaftlicher Sicht. Dies jetzt nur so ein paar wenige Schlaglichter. Man könnte noch ganz viele zeigen, weshalb digitale Editionen eben viele neue Möglichkeiten und interessante Möglichkeiten schaffen, um weiter zu forschen oder zu forschen. Mit diesen neuen Möglichkeiten sind natürlich aber eben auch Herausforderungen verbunden. Und da möchte ich zeigen, dass es oft auch um ziemlich grundlegende Fragen geht. Etwa um die Frage, wie finde ich eigentlich eine digitale Edition? Jetzt viele von uns würden früher zumindest so vorgegangen, wenn man Wissen sucht oder Editionen, dass man in Bibliothekskatalogen nachschaut. Und wenn man hier etwas sucht nach Bullinger Digital, dann findet man nichts. Also man stößt, wenn, dann auf Print-Ausgaben, aber nicht auf die digitale Edition. Und das ist kein Zufall, das trifft auf eigentlich alle digitalen Editionen zu. Das stellt also eine Lücke dar. Die tauchen nicht auf in den Bibliothekskatalogen. Und das auch für uns natürlich jetzt aus Sicht des Zentrums eine wichtige Frage, wie man das in Zukunft vielleicht auch diese Lücke füllen könnte. Wobei das natürlich eben nicht so einfach ist, wie es scheint, gerade vor dem Hintergrund von Fragen der Dauerhaftigkeit. Aber dazu später. Es gibt jedoch durchaus Möglichkeiten, eben Editionen zu finden. Und so haben sich in den letzten Jahrzehnten oder Jahren Editionskataloge entwickelt, internationale. Ein sehr bekannter Katalog ist der von Patrick Sale, und der andere ist von Greta Franzini in Österreich. Die sind, also der von Patrick Sale hat schon so einen Schwerpunkt auf dem deutschsprachigen Raum. Was hier interessant ist, ist, dass es möglich ist, eben nach verschiedenen Kriterien zu suchen, etwa einfach die Zeitperiode einzugrenzen. Und das ist natürlich auch sehr spannend, weil man so auf Editionen stoßen kann, die man vielleicht noch gar nicht gekannt hat. Das scheint mir ein wichtiger Nutzen dieses Katalogs. Im Fall von Greta Franzinis Katalog interessant ist, dass eben dann zu den einzelnen Projekten nicht nur die Metadaten angezeigt werden in einer Tabelle, sondern dass gerade auch eine Visualisierung wichtiger Entitäten gemacht wird, wo man sieht, welche Orte eben in dieser Edition zum Beispiel wichtig sind oder welche Personen da auch noch vorkommen. Dann gibt es auch in der Schweiz Editionskataloge. Also der größte, der mir bekannt ist, ist der von InfoClio. Das ist eine sehr breite Sammlung, auch nicht nur digitale Editionen und mit gewissen Schwerpunkt auf historischen Editionsprojekten. Und wir vom Zentrum haben so ganz lokal auch einen kleinen Katalog, wo wir eine Übersicht über die aktuellen 16 Editionsprojekte hier am Standort Zürich geben. Und hier auch mit dem Ziel, eigentlich nicht nur einen kurzen thematischen Eindruck zu geben, sondern eben auch zu zeigen, was sind die Nutzungsmöglichkeiten und welche Tools wurden verwendet. Also das ist auch so gedacht, dass sich jetzt Leute, die ein neues Projekt planen, hier schnell einen Überblick verschaffen können und sehen, wo ist allenfalls Wissen vorhanden, das man anzapfen könnte, wo gibt es Synergien, potenzielle. Dann möchte ich diese Plattform noch erwähnen, Corisp Search. Das ist speziell für Briefeditionen. Das ist deshalb interessant, weil man hier eben direkt
auf Ebene der Dokumente suchen kann und editionsübergreifend suchen kann. Ich würde mir wünschen, dass es solche Suchmöglichkeiten in Zukunft für alle Editionen, also nicht nur für Briefe, geben würde. Und es gibt tatsächlich hier in Zürich, an der Uni Zürich, ein Projekt, das heißt ORD Explore, und die experimentieren da mit neuen Möglichkeiten, eben Editionsdaten durchsuchbar zu machen. Vielleicht dann irgendwann in Zukunft mal auch in Form eines Bibliothekskatalogs, wo man direkt auf Ebene der Quellen suchen könnte. Aber das ist definitiv Zukunftsmusik. Ein anderer wichtiger Katalog, der auch verbunden ist mit einer zentralen Herausforderung, mit der wir es zu tun haben, ist der von DASH. Hier gibt es das DASH ist das Repositorium für geisteswissenschaftliche Forschungsprojekte, eben da auch für Editionen. Und das DASH hat einerseits eben einen Katalog mit den Metadaten. Man sieht halt hier diese Kacheln. Hier auch das Beispiel einer Edition, die am deutschen Seminar auch entstanden ist, wo die Metadaten bereits erfasst wurden. Und dieser Katalog soll eben dauerhaft sein. Also der soll nicht, also der soll getragen sein von dieser Organisation und ist so angelegt, dass er eben auch in einigen Jahrzehnten hoffentlich noch zugänglich ist. Beim DASH ist es zudem möglich, die Daten eben durchsuchbar zu halten, auch nach Projektende auf dieser sogenannten DASH-Service-Plattform. Wir haben hier auch das Beispiel einer Edition und man sieht, die Ansicht unterscheidet sich hier jetzt sehr stark natürlich von der, wie sie Editionen normalerweise konzipieren und hier gibt es auch noch einige Baustellen, weil viele jetzt aus der Editions-Community noch nicht so zufrieden sind mit diesem Archivierungs-Frontend. Was aber hier dennoch möglich ist aus Nutzerinnensicht und was spannend ist, ist, dass man eben diese Daten projektübergreifend durchsuchen kann. Und das scheint mir doch eine wichtige Funktion jetzt aus Nutzungsperspektive. Und genau, das Zentrum pflegt hier auch einen engen Austausch mit dem DASH und wir versuchen auch eben das zu unterstützen, dass das immer besser wird, auch für Editionsprojekte. Dann möchte ich zu einer nächsten wichtigen Frage kommen, die auch sehr basal ist. Wie weiß ich überhaupt, ob und wie ich Daten einer digitalen Edition nutzen kann oder darf? Also das ist ja wirklich einer der zentralen Aspekte, eben die Nachnutzung, auch einer der zentralen Vorteile jetzt gegenüber klassischen Editionen. Und hier ist es eben aus meiner Meinung sehr wichtig, dass das auch funktioniert und dass man weiß, wie das geht. Ein wichtiges Kommunikationsinstrument sind hier die Creative Commons Lizenzen, die es eben ermöglichen, Urhebern Nutzungsrechte zu kommunizieren. Also um Creative Commons Lizenzen überhaupt zu vergeben, braucht man ein Urheberrecht. Und wenn man dieses hat, dann kann man eben so den Nutzerinnen kommunizieren, was sie mit den Daten tun dürfen und was nicht. Und hier habe ich ein Beispiel, ich finde es eigentlich ein gelungenes Beispiel, das gemacht wird hier bei Edition Humboldt Digital. Das ist, glaube ich, so das ambitionierteste Editionsprojekt wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum. Und sie haben gleich auf der Startseite unten im Footer haben sie einen Verweis auf Creative Commons Lizenzen und sagen hier, dass die Daten eben unter der Lizenz CC BY Sharealike, also eine offene Lizenz, genutzt werden dürfen. Und was auch sehr hilfreich ist aus Nutzendensicht, ist, dass sie gleich einen Link angeben. Das ist jetzt zu klein, dass man sieht, aber es gibt dort einen Link auf die GitHub-Seite, wo man dann direkt die Daten runterladen kann. Bei anderen Editionen kann das auch an anderen Orten, je nachdem, zu finden sein, im Impressum zum Beispiel. Aber hier wirken wir auch darauf ein, dass es möglichst prominent kommuniziert wird, um eben, also gerade auch die Download-Möglichkeiten, dass es eben da keine Schwellen gibt für die Nachnutzung.
Wenn euch jetzt die Creative Commons Lizenzen nicht mehr so geläufig sein sollten, haben wir eine Handreichung speziell für digitale Editionen entwickelt. Ich habe hier auch ein paar Exemplare mitgenommen. Die kann man von der Website downloaden und dort ist eigentlich alles kurz und bündig zusammengefasst. Also was wirklich offene Lizenzen sind, was nicht, auf was das man achten muss, genau. Dann möchte ich jetzt noch auf die andere Perspektive kurz eingehen, auf die Sicht der HerstellerInnen. Da gibt es nämlich auch viele neue Aspekte jetzt, die entstanden sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten mit digitalen Editionen. Es sind zahlreiche neue Methoden und Werkzeuge entstanden und das ändert sich sehr rasch und entwickelt sich sehr rasch. Es sind neue Kooperationsformen entstanden, also Fachwissenschaftlerinnen arbeiten jetzt eng zusammen mit IT-Expertinnen und Experten. Das sind ganz neue Teams, die da entstanden sind. Sehr spannend, finde ich. Und in diesem Kontext ist auch eine neue Nachfrage nach Forschungssupport entstanden. Und das auch natürlich so ein bisschen der Kontext, in dem das Zentrum dann eben vor knapp 2 Jahren gegründet wurde. Und ich möchte jetzt so ein Thema herausgreifen, das aber vielen unter den Nägeln brennt, was sehr spannend ist, weil es sich auch schnell verändert, die Frage, wie setze ich eigentlich maschinelle Transkriptionstools sinnvoll ein? Also es ist ein sehr großes Feld natürlich. Ich kann hier auch keine pfannenfertigen Lösungen da auf die Schnelle präsentieren. Es ist interessant, einfach mal zu schauen, wie wird das gemacht in Projekten hier in Zürich. Hier haben wir zwei sehr unterschiedliche Anwendungen. Auf der einen Seite haben wir diese digitale Edition, das digitale Archiv Jurisprudentia, das an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät hergestellt wird. Hier ist das Ziel, möglichst effizient, möglichst viele eben relevante rechtswissenschaftliche Quellen zu erschließen und durchsuchbar zu machen. Und hierfür nutzt Walter Bönte, der eben für dieses Projekt verantwortlich ist, Transkribus. Und erstellt hier maschinelle Transkriptionen, also Transkribus, so wo das eines der bekanntesten Transkriptionstools, eigentlich vor allem für Handschriften, aber kann eben auch für Druckschriften, historische Drucke eingesetzt werden. Und hier wird dann auch erwähnt, hier heißt es maschinelle Transkription und wenn man auf Info klickt, heißt es, dass es hier auch Fehler drin hat und dass man immer das Original anschauen müsse, um jetzt da, genau, aber das Ziel ist hier nicht Perfektion, sondern eben möglichst schnell hier relevante Dokumente finden zu können, die man dann selber auch genauer lesen kann. Eine andere Zielsetzung verfolgen historisch-kritische Editionen, wie hier jetzt ein Beispiel wieder von der Lavater-Edition. Hier wurde zwar auch ein computergestütztes Tool eingesetzt, das heißt Transkribo. Das erleichtert vor allem auch die Zusammenarbeit und die Transkription. Aber die Transkription wurde hier immer noch von Menschen gemacht und auch in vielen Schritten überprüft, dass sie wirklich fehlerfrei ist. Und was jetzt hier in diesem Fall interessant ist, ist, dass mit diesen tausend von transkribierten Seiten von Lavaters Handschrift und anderen sehr viele Daten entstanden sind, mit denen jetzt eben ein Transkribus-Modell trainiert werden kann und dann in einem nächsten Schritt vermutlich eben auch maschinelle Techniken eingesetzt werden können. Also das einfach um zu zeigen, es gibt eine sehr große Vielfalt auch an Editionsprojekten und je nachdem ganz unterschiedlich sinnvoll solche Tools wie Transkribus einzusetzen. Also eben, hier kommt es darauf an, was für Charakteristika haben die Textquellen, sind es Handschriften, alte Drucke, moderne Drucke, wie kompliziert ist das Layout,
Was sind die Ziele der Erschließung und welche Kompetenzen und Ressourcen hat man im Team? Und wir vom Zentrum unterstützen Forschende hier bei der Auswahl von Tools und wir haben jetzt seit kurzem auch ein Angebot für Transkribus, wo wir also Transkribus ist ein kostenpflichtiges Tool, zwar nicht kommerziell, es wird von einer Genossenschaft betrieben. Man muss diese Credits einkaufen und wir möchten den Bezug diese Credits erleichtern und diese eben auch vergünstigt abgeben an der UZH. Man kann sich hier an mich wenden, wenn man Interesse hat. Und wenn man sich jetzt interessiert für Transkribus, für den Besonderen, gibt es eine sehr hilfreiche Anleitung, die vom Zentrum für Informationsmodellierung in Graz erstellt wurde. Kürzlich oder für die ganz Kurzentschlossenen gäbe es heute um 16 Uhr einen Einführungskurs in Transkribus. Und also es ist ein wichtiges Thema und wir bleiben hier dran und unser Ziel wäre es eben hier auch Forschungssupport auszubauen. Also zum Beispiel, dass man eben Forschenden helfen könnte, möglichst rasch eine Kosten-Nutzen-Einschätzung zu machen. Gerade anhand von ihren Quellen. Also, wo lohnt sich der Einsatz eines Tools und wo ist es vielleicht kluger, wenn man das manuell macht? Gut, dann komme ich so langsam zum Abschluss und möchte nun die Spannungsfelder, die ich ein bisschen angetönt habe, noch ein bisschen explizit machen. Also, welche Entwicklungen mit welchen Spannungsfeldern haben wir es zu tun in der kommenden Zeit bei der Weiterentwicklung digitaler Editionen? Ein solches Spannungsfeld, das Elena Bierazzo in einem Aufsatz vor 3, glaube ich, Jahren auf den Punkt gebracht hat, ist dieses zwischen Haute Couture-Editionen und Prêt-à-porter-Editionen. Haute Couture, also teure Projekte, die oft eine Finanzierung über viele Jahre haben, die sehr innovativ sind, neue Dinge entwickeln können, wo es aber auch dann spezifische Anforderungen gibt, etwa an die Dauerhaftigkeit, Archivierung. Und auf der anderen Seite Prêt-à-porter-Editionen, die mit standardisierteren Tools arbeiten, die eben vielleicht weniger so Ressourcen haben, um jetzt spezifische Dinge neu zu entwickeln, dafür mehr auf Standards setzen und vielleicht dann eben auch hier die Möglichkeit bieten, einfachere Lösungen für die Dauerhaftigkeit und Archivierung zu schaffen. Elena Bierazzo argumentierte, dass es beides braucht, also diese großen innovationstreibenden Projekte und diese eher standardisierten Lösungen, die es auch kleineren Projekten ermöglichen, eben Quellen zu erschließen. Ich denke im Moment, also zumindest für uns liegt der Schwerpunkt im Moment etwas stärker auf den Prêt-à-porter-Editionen. Dies auch, weil der SNF im Moment eben keine teuren großen Editionsprojekte finanziert, die länger als 4 Jahre dauern. Und auch weil ich denke, dass es da ein großes Potenzial gibt mit jetzt etablierten Tools und auch Erfahrungen eben aus Haute Couture-Projekten, die man jetzt standardisieren kann und so eben die Schwelle etwas senken kann, vielleicht in Zukunft, um digitale Editionen herstellen zu können. Aber das ist eine offene Frage. Eine andere interessante Frage finde ich, das Spannungsfeld zwischen einer Effizienz Steigerung durch neue Tools, also jetzt gerade neue KI-Tools. Dort wird heftig diskutiert, auch wie zum Beispiel ChatGPT so Fleißaufgaben übernehmen könnte in Editionen und den Prozess so effizienter machen könnte. Oder was man eben, glaube ich, auch gesehen hat, oft in der Vergangenheit, ist, dass neue Tools quasi die technischen Anforderungen dann noch einmal einfach steigern und eigentlich die Komplexität somit für die Projekte auch eher wieder steigen. Also das genau hier so ein bisschen die Balance zu finden. Also finde ich eine spannende Frage, wie sich das entwickelt in Zukunft. Und so ein anderes Spannungsfeld, das oft diskutiert wird, ist eben
dieses zwischen einer datenzentrierten Sicht und einer frontend-zentrierten Sicht. Die Leute, die eher so datenzentrierte Sicht vertreten, argumentieren oft auch mit der Archivierbarkeit, mit der Nachnutzbarkeit. Aus der frontend-zentrierten Sicht, hier wird stark auch argumentiert, dass das Frontend eben ganz wesentlich ist für die Art und Weise, wie Quellen dann gelesen werden können, dass das nicht abgetrennt werden kann, sozusagen von einer Datensicht. Genau, dies ist auch eine spannende Frage, weil die Archivierung des Frontends tatsächlich viel komplizierter ist als die Archivierung der Daten. Und da wird sich auch in den nächsten Jahren viel zeigen, in welche Richtung es hier geht, also welche Lösungen sich hier herauskristallisieren. Jetzt, wenn Sie interessiert oder wenn ihr interessiert seid an diesen Fragen und diese noch vertiefen möchtet, dann lade ich euch ein, eben euch für diese internationale Tagung, die wir zusammen mit der Uni Basel hier in Zürich im Januar organisieren, anzumelden. Hier wird unter anderem auch Elena Perazzo hier sein und über die Zukunft digitaler Editionen diskutieren. Gut, dann bin ich nun am Ende meines Referats und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.